Kapitel 11. An diesem Morgen war ich schon früh wach und verließ früh das Haus, um mich mit Blaze zu treffen. Er war ebenfalls früh dort und hatte auf dem Rücken eine große Satteltasche mit Geld. Auch ich war mit Geld gekommen. Nachdem wir es gezählt hatten, kam die große Erleichterung. Wir hatten endlich genug. Es war nun an der Zeit, Philadelphia zu verlassen und nach Ponyville zu ziehen. Ich freute mich schon darauf. Auch Blaze freute sich. Freudig ging ich zurück ins Haus und berichtete meinen Eltern von den Neuigkeiten. Um zu verstehen, was in den darauffolgenden Sequenzen passierte, muss ich noch einmal weiter vorne anfangen. Meine Mutter war schon immer sehr emotional. Sie freut sich oft und gerne über Dinge, ist jedoch auch schnell in einem Zustand der Schwermut, Traurigkeit oder schlichtweg in Stress versetzbar. Mein Vater war immer der Gelassene. Er sieht in allem sowohl die positiven als auch negativen Seiten und vermischt diese zu einem ihm ein Stück weit positiv, aber eher neutral erscheinenden Gesamtbild. Er war auch damals nicht aus der Ruhe zu bringen, während meine Mutter stark zwischen mehreren Gefühlsextremen hin und her schwankte. »Oh, ich freue mich also für dich, mein Schatz«, begann sie durchs ganze Gesicht strahlend. »Na also, dann hat sich ja die ganze Arbeit gelohnt.« »Aber dann bist du ja weg und wir sehen dich nur noch ganz selten.« »Und hoffentlich ist Ponyville genauso schön, wie du denkst.« »Und wag es bloß nicht, dich nicht mehr bei uns zu melden, wenn du weg bist.« »Ängst, aber das wird schon alles so sein. Schick uns mal öfter eine Post.« »Du musst uns unbedingt immer alles genauestens erzählen, wie es dort aussieht, wen du dort triffst, was du dort tust, alles.« »Karte mit schönen Bildern der Gegend und besuch uns mal.« So ging das noch eine ganze Weile lang weiter und ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. In meinem Zimmer wurde ich vor eine schwierige Entscheidung gestellt. Was nehme ich mit? Ich sah mich gründlich um und packte einige der wichtigsten Sachen ein, von denen ich wusste, dass ich sie noch brauchen würde, wenn ich in Ponyville lebte. Das waren nicht übermäßig viele Dinge. Das meiste war immerhin die Möblierung des Zimmers selber. Aber meine Filme und vor allem die Dinosaurierbücher musste ich dringend mitnehmen. Oh, ich glaube, ich habe sogar das vergessen zu erwähnen. Ich interessiere mich überaus für Dinosaurier. Manche würden von einem regelrechten Fanatismus sprechen, da ich wirklich jedes noch so winzige Detail über diese herrlichen Lebensformen nennen kann. Ist es nicht auch verständlich, dieses Interesse? Kreaturen, die im heutigen Equestria gelebt haben, lange bevor es Ponys oder sogar die großen Anführer aller Zeiten gab. Eine Zeit, in der gewaltige Eidechsen alles beherrscht haben, Vorfahren der heutigen Drachen. Ich sollte besser aufhören, sonst verliere ich noch komplett den Faden. Über Dinosaurier kann ich ja ein anderes Mal erzählen. Ich packte jedenfalls meine heiligen Dinosaurierbücher und die Star Horse sowie Daring Do Filme in einen großen Koffer, der damit randvoll war. Dann rollte ich die wenigen Kleidungsstücke, die ich hatte, überwiegend Kostüme für Spionage, Abenteuer und so weiter, unordentlich zusammen und verstaute auch diese im Koffer. Dieser war nun sehr schwer und ich schleifte ihn unter mir über den Boden. Am Nachmittag traf ich mich mit Blaze, der abgesehen von seinen Satteltaschen kein Gepäck dabei, dafür aber all seine Kleidungsstücke gleichzeitig angezogen hatte und dementsprechend albern aussah, am Bahnhof. Meine Eltern begleiteten uns dorthin und halfen uns, unseren Zug zu finden. Als der Zug abfuhr, winkten Blaze und ich meinen Eltern. Auch sie winkten zurück und mein Vater lächelte, während meine Mutter mit bebender Unterlippe versuchte, ihre Tränen des Abschieds zu unterdrücken. Ich musste unweigerlich etwas lächeln, als ich das sah. Besonders traurig fühlte ich mich nicht, als ich dort Abschied nahm. Es war immerhin schon seit langer Zeit so geplant gewesen und außerdem war ich ja nicht aus der Welt, nur weil ich nicht mehr bei ihnen wohnte. Ich hatte vor, ihnen wöchentlich eine Karte zu schicken, möglichst oft mal bei ihnen vorbeizuschauen und allgemein möglichst viel Kontakt mit ihnen beizubehalten.